Mehr als 20 Mal soll ein 28-jähriger Mann größere Mengen illegaler Drogen verkauft haben. Vor dem Landgericht Rostock ist der Angeklagte jetzt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 2 Monaten verurteilt worden. Er hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Taterträge des Mannes betragen rund 640.000 Euro. Davon haftet er in Höhe von rund 320.000 Euro als Gesamtschuldner. Er soll Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben haben. Es geht unter anderem um 169 Kilogramm Marihuana, mehr als 1 Kilogramm Haschisch und 1 Kilo Amphetamin. In kleinen Mengen soll er auch Kokain verkauft haben. Laut Anklage kamen die Ermittler auf den Mann, weil er eine besonders verschlüsselte Smartphone-Kommunikation genutzt hatte, die bei Drogenhändlern beliebt gewesen sein soll. Der 28-Jährige soll zwischen Februar 2020 und Januar 2021 unerlaubt Handel mit den Betäubungsmitteln getrieben haben. Der Prozess am Landgericht Rostock wurde vor einer eigens eingerichteten Hilfsstrafkammer verhandelt. Die erste Strafkammer sei wegen zu vieler Drogendelikte überlastet, heißt es von Gerichtsseite.